Alaska erlebt den schwersten Winter seit 50 Jahren. Die einzige Zufahrtsstraße zum Claim ist unter meterhohem Schnee verborgen. Ich nehme den Schlitten und schleppe ein paar Ausrüstungsteile. Es sind ungefähr 400 Meter. Ich will die Maschinen starten. In Anbetracht der Millionen in Form von Gold, die im Boden warten, zieht das Dakota-Team schon mal zu Fuß los. Die Männer brauchen fast eine Stunde bis zu ihrem Claim. Oh mein Gott. Bei diesem Schnee kann man ja überhaupt nichts tun. Bevor sie auch nur daran denken können, am Glory Hole weiterzumachen, müssen sie erst tonnenweise Schnee räumen. Come on, baby, let's go. Los, spring an! Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Klemmt der Anlasser? Vielleicht ist Wasser reingekommen. Klingt, als wäre was gefroren. Was soll ich jetzt machen? Wir wissen nicht, ob es am Anlasser oder am Motor liegt, aber wir brauchen die Maschine, um den Schnee zu entfernen. Sie muss anspringen. Ohne den Bagger können Fred und Dustin das Gelände nicht freilegen und am Glory Hole weiterschürfen. Fred braucht schnell Hilfe und es gibt nur eine Möglichkeit. Hello, Parker. Fred. How you doing? Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Kumpel, Partner, Freund. Können wir dich überreden, ein bisschen Schnee für uns zu schaufeln? Wow. Ja, das kann ich machen. Yeah, I can do that for you. Terrific. Super, schön, Sie zu sehen. Es kostet mich ein paar hundert Dollar an Benzin und meine Zeit. Aber eine gute Nachbarschaft hier ist es wert. So viel Schnee. Das Dakota-Team will die Saison starten und die Ausrüstung in Betrieb nehmen. Ich habe einen Generator und ein Aufladegerät rübergebracht. Wir helfen uns gegenseitig. Irgendwann werde ich sie auch brauchen. Vielleicht können wir uns mal revanchieren. Es geht los. Parker leiht Fred und Dustin seinen Generator, damit sie die Batterie des Baggers aufladen können. Danke, Mann, das ist toll. Kein Problem. Wir kriegen das hin. Zum Glück haben wir Nachbarn wie Parker, die uns helfen. Ein guter Junge. Gut, dass er anspringt. Gutes Zeichen. Jetzt können sie auch dem Radlader Starthilfe geben. Das Dakota-Team ist wieder im Geschäft. Jede Ladung bringt uns näher ans Ziel. Sie räumen den Weg zum Glory Hole. Es ist gut, wieder hier zu sein. Ich bin ganz aufgeregt. Es gibt viel Arbeit, aber ich bin bereit. Als nächstes beginnt Dustin, den Schnee auf dem Rest des Geländes wegzuräumen. Doch es geht nicht lange gut. Ich stecke fest. Fred muss mich rausziehen. Was hast du vor? Ich zieh dich mit der Schaufel raus. Die Räder werden durchdrehen. Da drin sind Ketten. Wir holen ihn mit dem Bagger raus. Das geht auch. Ich schieb dich. Na gut. Anstatt den Radlader anzuketten, will Fred es mit der Baggerschaufel versuchen, weil es angeblich schneller geht.
Er ist zu faul, die Kette anzubringen. Nochmal. Keine Ahnung, was du vorhast. Hast du eine Kette? Machen wir es mit der Kette.